Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Microsoft Flight Simulator X. Wir werden heute von Deutschland aus in Richtung Süden fliegen und heute mal wieder sozusagen Urlauber in ihren Urlaub bringen. Und zwar fliegen wir heute ans Mittelmeer zur Insel Sizilien, also zur größten Insel im Mittelmeer. Und zwar werden wir heute vom Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden zum Flughafen Trapani an der Westküste von Sizilien fliegen. Da haben wir heute eine Flugstrecke von etwas weniger als 1300 Kilometern vor uns. Also die Flugstrecke ist ungefähr genauso lang wie die Flugstrecke vom letzten Flug von Ljubljana nach London zum Flughafen London Stansted. Und die Flugzeit ist etwa auch die gleiche. Und zwar ist die Flugzeit ungefähr 1 Stunde 45 bis 2 Stunden irgendwo in dem Bereich, ja, wird heute unsere Flugzeit sein. Und bei dem Flug, da sind wir heute unterwegs mit einer Boeing 737-800 von Ryanair. Und Ryanair fliegt diesen Flug auch mehrmals die Woche, jetzt nicht jeden Tag, aber mehrmals die Woche fliegen sie diesen Flug mit der Flugnummer Ryanair 8002. Die werden wir heute auch bei dem Flug verwenden, dann später in den Bordcomputer eingeben, diese Flugnummer. Ja, dann würde ich sagen, legen wir auch direkt mal los mit den Vorbereitungen für den heutigen Flug, dass wir dann pünktlich hier das Gate am Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden verlassen können und uns auf den Weg in Richtung Süden, in Richtung Mittelmeer machen können. So, also gehen wir einmal hier ins Cockpit von der 737-800. Wie immer hier alles im Cold and Dark State. Alles kalt und dunkel, alle Systeme noch ausgeschaltet. Und dann beginnen wir auch direkt mal mit dem Electrical Power-Up. So, und da schalten wir zuerst mal die Batterien an. Dazu müssen wir den Battery Switch Guard hier oben einmal schließen. Damit gehen die Batterien an. Und wir haben schon ein bisschen Strom an Bord. So, und dann können wir auch direkt mal die Ground Power connecten, um dann darüber Strom zu nehmen. So, aktuell noch Single FMC Operation, genau, weil wir nur relativ wenig Strom haben. Deswegen ist aktuell nur ein FMC an. So, dazu müssen wir unter FS Actions auf Ground Connections gehen und hier die Ground Power connecten. Und wenn wir hier schon sind, können wir auch gerade noch die Air Conditioning Unit hier connecten. So, genau, geht auch direkt die Klimaanlage an, wie ihr hört. Und wir schalten noch die Ground Power auf On und nehmen mit Strom über die Ground Power. Wunderbar. So, dann schalten wir noch die Position Lights auf Steady und dann können wir gleich mal die Ground Services anfordern. Können nochmal kurz einen Blick auf die Uhr werfen. Die haben wir ja hier, genau. Wir haben jetzt kurz vor 6 Uhr UTC geplante Abflugzeit bzw. geplante Zeit hier off-block zu gehen, die Parkposition zu verlassen, ist 6.25 Uhr UTC, also in 25 Minuten, das sollten wir bei dem Flugzeug locker hinkriegen, bis dahin hier alles vorbereitet zu haben. Und dann würden wir, oder 8.25 Uhr Ortszeit wäre das dann die Zeit, wo wir hier das Gate verlassen sollen, spätestens, genau. Oder am besten halt, um pünktlich dann hier rauszukommen. So, dann lass uns mal noch ein paar Türen öffnen und dann können wir auch direkt mal die Ground Services anfordern. So, Left Entry Forward ist schon auf, dann müssen wir auch den Left Entry After aufmachen für die Treppe hinten. Den auf der rechten Seite Forward und den auf der rechten Seite After, auch beides auf, für die Catering-Fahrzeuge. Oder haben wir irgendwie eine Frequenz gerade drauf von Rams Control. Gut, dann wechseln wir einfach mal die Frequenz, dass wir nicht die ganze Zeit Funkverkehr im Hintergrund haben. So, und dann hier noch die Cargo Door Forward und die Cargo Door After machen wir auch noch auf fürs Gepäck. So, dann lass uns kurz mal wieder nach außen gehen. Da steht auch jetzt hier die, genau, Ground Power und die Air Conditioning Unit. Und wir fordern mal über das Fenster Steuerung F12 hier rüber erstmal die Catering Services an. Oh, so viele. Hier mal AHS, Aviation Handling Services. Keine Ahnung, weil das war jetzt hier auch von GSX ausgewählt worden. Würde es ausgewählt worden? Nee. Auch GSX hätte das jetzt ausgewählt, deswegen nehmen wir das einfach mal. Da waren jetzt noch ganz viele andere Airlines, aber da war jetzt nicht Ryanair dabei, oder? Ich glaube nicht, ich habe es nicht gesehen. Deswegen haben wir jetzt einfach mal das genommen. Wir müssen uns ja eh recht schnell entscheiden, weil sonst nimmt GSX ja irgendwas. So, und dann können wir auch direkt schon mal das Boarding anfordern. Damit geht es dann weiter, aber erst, wenn hier das Catering an Bord ist. Genau. So, wir gehen wieder zurück hier ins Cockpit. Die holen jetzt die Koffer von den Fluggästen. Und wir machen weiter mit dem Pre-Flight Procedure. So, da lass uns erstmal hier die IRS Mode Selectors ganz hier hinten auf Nav stellen. Jeden hier zweimal nach rechts drehen, so. Dann sollten die auf Nav sein und wir können mit der Eingabe vom Flugplan weitermachen. So, dazu gehen wir mal hier aus dem Menü raus und gehen jetzt hier in den Bordcomputer, ins FMC, in Flight Management Computer. Und gehen einfach mal jetzt hier die ganzen Seiten durch. Also erstmal Position Init, wir kopieren die GPS Left Position, ist genau gleich wie GPS Right, wie ihr seht, ist also relativ egal welche. Hier in die Set IRS Position und kommen zur Eingabe vom Flugplan. So. Ja, die Flugstrecke, Luftstraße und Wegpunkte habe ich heute auch wieder unter einer Company Route abgespeichert. Und diesen Code der Company Route, den Namen der Company Route, geben wir gerade mal ein. Der lautet erstmal Echo Delta Sierra Bravo, der ICAO-Code vom Flughafen Karlsruhe Baden-Baden, vom Baden Airpark, wie der Flughafen ja auch genannt wird. Und dann der ICAO-Code vom Flughafen Trapani, der lautet Lima India Charlie Tango.
So, dann noch die 00 und die 1 hinten dran. Und das kommt zu Company Root. So, Flight Number habe ich ja vorhin erwähnt, geben wir heute auch wieder ein. Also erstmal hier den Code von Ryanair. Romeo, Yankee, Romeo. Und dann die 8002. So, Flight Number einmal da rein. Und dann sind wir hier soweit fertig und kommen jetzt zum Departure. So, dann machen wir es heute mal wieder so wie letztes Mal auch in Ljubljana. Wir haben hier auch nur eine Startlandebahn, deswegen hören wir jetzt erstmal nur das ATIS ab und erfahren jetzt darüber, welche Startbahn wir heute bekommen werden. Welche wir heute nehmen werden. Wird wahrscheinlich die, ja, 21 aufgrund des Windes, der kommt ja dementsprechend aus der dementsprechenden Richtung. Da passt ja die 21 als aktive Startbahn. Wir fliegen heute früh morgens, hier im Sommer ist noch etwas kühl aktuell, 15 Grad, aber am Mittelmeer soll es dann ein bisschen wärmer sein, über 20 Grad. Ja, 21 ist aktiv, wobei die andere ist auch aktiv. Ist also irgendwie beide aktiv, aber wir nehmen die 21. So, gehen wir mal auf die Ground Control. Zur Ground Control auf die Frequenz, genau, und wir nehmen die Startbahn 21. Also gehen auf Departure, Runway 21, ja ne, die 9 gibt es noch. Okay, das ist eine andere Bahn. Die ist die 21 und die 03. Und die 9 ist anscheinend irgendwie noch so eine Grasstadt-Landebahn vielleicht hier am Flughafen. Das wird sein. Genau. Also ist die 21 heute unsere Startbahn. Die 03 wäre die andere Richtung, aber es passt ja wegen dem Wind nicht. So, wir nehmen die SID Straßburg 5 Papa Departure. Das ist diese hier in der Mitte. Und haben da keine Transition. Das kommt einmal hier in die Route. Wobei hier bei diesem Abflug ist es ein bisschen komisch. Könnt ihr mal gucken, seht ihr hier. Wir fliegen jetzt hier vor nach Lupen, drehen dann ab nach Straßburg und fliegen wieder zurück über Lupen. Vielleicht können wir den Wegpunkt Straßburg auch einfach dann jetzt gleich rauslöschen, weil das ist ja nur irgendwie so ein komischer Umweg, den wir dann da fliegen würden. Deswegen löschen wir wahrscheinlich raus und fliegen über Lupen und drehen dann direkt da nach links ab. Genau. So, wählen wir auch schon mal den Arrival aus. Wir werden heute übrigens keinen ILS-Approach machen, sondern einen VOR-Approach. Und zwar einen VOR-Approach auf die Runway 13 Right. Genau, VOR, den hier, Yankee nehmen wir. Und als Star haben wir passend Jian 1 Delta Arrival. Und Transition ist Tango Romeo Papa. So, das kommt auch einmal in die Route. Dann aktivieren wir das Ganze und bestätigen das mit Execute. Damit verfärbt sich jetzt hier die Flugstrecke. Genau, ihr seht, wir würden jetzt hier diese Kurve so fliegen. Das können wir vielleicht gleich, dann machen wir gleich raus. Ah, wir können schon die Tür vorne schließen. Machen wir gleich raus, wenn wir dann hier mit dem CDU Preflight fertig sind. Also alles hier in Bordcomputer eingegeben haben. So, Doors, Close Forward. Und der After kann natürlich auch gleich geschlossen werden. LSG Skychefs macht hier das Catering. Genau, und AHS Aviation Handling Services haben wir jetzt hier als Ground Controller oder wie man es auch immer nennt. Also halt als von denen sind die Bodenservices so. Genau, so, Right Entry After kann auch geschlossen werden, das ist der hier, so, der geht zu und wir kommen jetzt zur Performance-Eingabe. Zero Fuel Weight einmal hier rein, 55.2 und dann, wobei bevor wir hier weitermachen, kümmern wir uns gerade mal um das Kerosin, was wir mitnehmen für den Flug und zwar nehmen wir genau 8 Tonnen mit, das geben wir hier unter Fuel ein, bei Total Kilograms einfach 8000 eingeben, weil wir 8000 Kilogramm mitnehmen. Was ja 8 Tonnen entspricht, reicht für diesen Flug. Zu fast 40% sind da jetzt die Tanks gefüllt. Und wir nehmen Reserves mit 3 Tonnen mit, also 3 Tonnen Reserve haben wir dabei. Also ihr seht, ist gar nicht so eine große Fuelmenge heute sozusagen. Wobei gut, beim letzten Flug mit dem A319 von EasyJet haben wir auch, glaube ich, nur 6 Tonnen an Fuel. Ne, da haben wir 8,6 Tonnen an Kerosin mitgenommen, also fast genauso viel wie jetzt hier auch. Also, ja, wie gesagt, die Flugstrecke, die Länge der Flugstrecke und Flugzeit ähnelt ja dem letzten Flug sehr, also ist eigentlich fast genauso. So, Reserves, genau 3 Tonnen, Kostindex 45, nehmen wir irgendwie immer, nämlich seitdem ich hier Flugzeug-Addons hier verwende und mit Bordcomputern und so arbeite, habe ich mich irgendwie also auf 45 eingestellt und nehme jetzt seitdem immer irgendwie 45. So, und es geht erstmal auf Flight Level, es geht hoch auf Flight Level 370. Wir könnten maximal auf 390, aber wir gehen nur hoch jetzt auf 370. Was? Ich dachte, der Forward Left Entry wäre schon auf. Der ist doch eigentlich auf, aber gut. GSX erkennt es nicht als auf. Dann machen wir es nochmal zu und nochmal auf. So, Doors Close. Left Entry Forward. Und Left Entry Forward Open, damit dann die Passagiere einsteigen können. Ist der Bus schon da? Ja, der Bus ist schon da. Die Passagiere sind schon da. Dann sollte das vom Boarding und so weiter ziemlich gut hinhauen, dass wir pünktlich hier raus können.
Wir haben jetzt noch 13, 18 Minuten Zeit noch. Also auf jeden Fall noch genug Zeit, können wir ganz entspannt jetzt hier weitermachen. So, die Performance Init ist fertig, wir bestätigen es mit Execute, kommen zu den N1 Limits. Machen heute mal einen Derated Takeoff, weil wir haben eine relativ lange Startbahn für das Gewicht, was wir heute haben. Also das reicht hier auf jeden Fall aus. Frage ist, ob wir Takeoff 1 Derated oder Takeoff 2 Derated mal nehmen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach zur Sicherheit einfach mal Takeoff 1 und machen auch Climb 1. Takeoff 2 würde wahrscheinlich auch ausreichen, aber sicher ist sicher, nehmen wir einfach mal Takeoff 1. Genau. So, Takeoff, Flaps 5. Hier sind die V-Speeds, 136 geht es dann ab in die Luft. Und unter Center of Gravity ist bei 24,3%, Trimmung kommt dann später auf 5.0. So, damit sind wir fertig mit dem CDU Pre-Flight, haben hier alles eingegeben in den Bordcomputer. Gucken gerade nochmal bei den Lags, löschen hier einmal das Straßburg da raus, den Wegpunkt. Fliegen also direkt nach Lupin und drehen dann hier diese Linkskurve direkt ab. So. Genau, weil das wäre ein bisschen blöd, da jetzt rechts, links so zu fliegen. Sparen wir uns das. Gucken wir mal kurz auf der Progress-Page. Ihr seht, wir haben am Zielflughafen jetzt noch 3,5 Tonnen an Kerosin übrig. Die Kerosinmenge, die wir heute mitnehmen, habe ich wieder über fuelplanner.org, ist glaube ich, oder .com, ich weiß nicht. Auf jeden Fall über Fuelplanner, über die Internetseite da berechnet. Der hat mir halt diese, beziehungsweise über onlineflightplanner.org oder .com, ich weiß es nicht, eins von beiden. Habe ich auf jeden Fall halt diesen Flug wieder geplant und der hat berechnet ja über fuelplanner.com halt die benötigte Kerosinmenge und genau, der hat mir halt diese 8 Tonnen ausgespuckt, dass wir 8 Tonnen mitnehmen müssen und 3 Tonnen Reserve dann haben, steht ja auch mal, wie viel Reserve man dann hat und genau, wie ihr seht, passt das hier genau, wir haben jetzt am Zielflughafen noch 3,5 Tonnen übrig und dann passt das ja genau, werden wir auch nicht auf die Reserven heute kommen und dann genau, passt das alles wunderbar. Und ihr seht hier, genau, wir haben 772 nautische Meilen zu fliegen. Um 8 Uhr ist jetzt, wenn wir jetzt losfliegen würden, 8 Uhr wäre jetzt die Ankunftszeit in UTC. Und die geplante Ankunftszeit ist 8.30 Uhr UTC, also sollten wir das ganz gut einhalten können. Weil wir ja in 15 Minuten jetzt hier das Gate verlassen spätestens. Je nachdem, wie schnell wir jetzt hier halt fertig sind. So, wir können gerade mal die Altimeters aktualisieren. Wir sind hier, glaube ich, auf 400 Fuß ungefähr. Hat der Flughafen als Elevation. Gehen hier mal auf Hektopascal, stellen hier mal, aktivieren hier mal Meters und machen weiter mit dem Pre-Flight Procedure. So, wir können die Türen auf der linken Seite schließen. Das Boarding ist completed. Und das Gepäck ist auch an Bord, wunderbar. Dann sind die draußen soweit fertig. So, Left Entry Close und die Cargo-Türen machen wir auch mal zu. Auch wenn das da jetzt nicht so direkt steht. Sollte eigentlich auch gleich jetzt sein, dass sie zu können. So. Da machen wir mal weiter. Also, jetzt kommen wir wieder zum Override-Panel. Da machen wir mal den Jaw-Damper auf On. Dann starten wir die APU. Dazu müssen wir erstmal hier die Left-Forward-Fuel-Pump, das ist diese hier, auf On stellen. Und dann die APU starten. Das dauert ja einen Moment, bis die hochgefahren ist. So, machen wir mal weiter mit den nächsten Schritten. Überspringen wir hier kurz mal das mit dem APU-Generator. Das kommt ja erst gleich, wenn die APU hochgefahren ist. So, die Emergency, der Emergency Exit Light Switch Guard, der wird einmal hier geschlossen, damit die gearmt sind, die Lichter. Seatbelt Signs gehen auf On. Haben wir hier, beziehungsweise, nee, machen wir auf Auto. Dann geht die Window Heat auf On. Die haben wir ganz hier oben. Die vier Schalter, Left and Forward. Auf der linken Seite die Side and Forward Window Heat. Das ist nix, oder? Und die beiden hier noch, genau. Der Right Side, oder? Der mittlere Schalter, den brauchen wir nicht, ne? Ich glaube nicht, oder? Ist das auch Window Heat? Ne, ist es nicht. So. Dann kann die Ground Power gleich weg. Da müssen wir kurz noch warten. Wir machen jetzt schon mal Left and Right Pack auf Auto. Gehen wir hier zum First Officer Seat. Left and Right Pack auf Auto. Wo wir hier beim First Officer Seat jetzt gerade sind. Hab ich gerade überlegt, ob wir heute mal den Takeoff aus dem First Officers Ansicht, aus der First Officers Ansicht machen sollen. Oder vielleicht sogar auch die Landung. Ja, wir können mal überlegen. Wäre vielleicht auch mal wieder eine Idee, mal wieder aus der Ansicht hier mal anzufliegen. Mal gucken. Jetzt machen wir erstmal weiter. Können wir noch später überlegen. So. Flight Altitude drehen wir hier mal ein, hier oben. Da, 37.000 Fuß ist Reiseflughöhe. Dann geht der Ignition Switch hier erstmal auf Ignition Right, weil wir starten ja erst Triebwerk Nummer 2. Dann die Auto Brake geht auf RTO.
Wir drücken hier den Traffic Switch und die VOR Switches gehen auf On, also VOR 1, VOR 2. Brauchen wir heute auch für den VOR Approach und Flight Director geht auf On. So, jetzt müssen wir trotzdem nochmal kurz das durchgehen, weil ein paar Sachen habe ich jetzt übersprungen, weil die APU war ja eben noch nicht an, jetzt ist sie aber an, jetzt können wir sie auf On stellen, können damit die Ground Power Off machen und die Ground Power und auch die Air Conditioning Unit disconnecten. So. Dann, genau, passt das aber sonst hier oben eigentlich? Ich gucke nochmal kurz durch. APU Generator haben wir jetzt auf On gemacht, Air Conditioning Unit ist disconnected. Left and Right Packs sind auf Auto, dann sollte das eigentlich alles passen. Genau. Auch wenn jetzt hier noch die Meldung Electrics kommt, ich hoffe mal, die ist dann später einfach weg, wenn wir dann weiterkommen mit den Einstellungen halt. Auf 127 Metern sind wir jetzt hier. So, und dann kommen wir schon zur Pre-Flight Checklist. So, Oxygen. Das ist tested and 100%. Navigation Transfer and Display Switches sind auf Normal and Auto. Window Heat ist auf On. Sehen wir hier die vier grünen Lichter. Pressurization Mode Selector ist auf Auto. Flight Instruments, Heading and Altimeters are set. Parking Brake ist set. Und die Engine Start Levers sind auf Cutoff. Pre-Flight Checklist completed. So, kommen wir zum Before Start Procedure. Dann kommen wir heute sogar ein paar Minuten früher als geplant hier raus. Sehr schön. Also, machen wir direkt mal weiter. Before Start Procedure. Erstmal müssen wir die Pitot Covers hier removen. So. Dann als nächstes kommen wir zum Multi-Control Panel, hier zum MCP. Armen hier den Auto Thrust, stellen bei IRS die V2-Geschwindigkeit ein. Da haben wir 145 Knoten. So. Dann armen wir LNAV und VNAV. Wieso lässt sich jetzt VNAV nicht armen? Wieso lässt sich VNAV nicht armen? Gehen wir nochmal durch. Route, Takeoff. Ja, wir haben eigentlich alles. Machen wir hier noch den Flight Director an. Daran lag es, okay. Weil der andere Flight Director nicht an war. So, ist erledigt. VNAV und LNAV sind gearmt. Dann stellen wir mal hier das Runway Heading ein. Machen wir 210. Als Runway Heading sollte ungefähr mit dem in der Startbahnrichtung übereinstimmen. So, dann Cruising Altitude kommt hier rein, Flight Level 370. Haben wir drin, passt. So, das war's hier im MCP. Dann gehen wir die Fuel Pumps jetzt alle auf On. Wobei wahrscheinlich irgendwann die Center Fuel Pumps während des Fluges dann off gehen können, weil die dann leer werden als erstes. So, Electric 1 and 2 Hydraulic Demand Hydraulic Pumps gehen auch on, das sind die hier. So, dann Anti-Collision Light Beacon auf On. Kommen also dem Triebwerkstart immer näher und wir stellen den Takeoff Trim ein. Da haben wir 5.0, wir sind bei 4.0. Die andere Richtung drehen. Sehen wir auch da, die 5 ist ja auch da genau im grünen Bereich. Können wir uns auch an dem Zeiger orientieren. Jetzt sollten wir ungefähr bei 5 sein. Ein bisschen zu weit. Das muss ja auch nur ungefähr stimmen. Ja, 5.01 ist ja fast 5, also es passt. Genau, so viel ist jetzt auch nicht da der Unterschied.